In diesem Video zeige ich euch, wie man lange Ärmel für ein Herrenhemd macht. Hallo Leute, hier ist wieder euer David und erstmal möchte ich mich herzlich bedanken für das Rieseninteresse an dem Herrenhemd-Tutorial. Das Feedback darauf war wirklich gigantisch. Viele von euch haben mich danach gefragt, ob ich nicht auch ein Herrenhemd-Tutorial machen könnte mit langen Ärmeln, weil es ja doch ein wenig kälter geworden ist draußen. Und ja, hier ist das Do-It-Yourself-Tutorial dazu. Es ist aber eher als Zusatzvideo zu dem richtigen Herrenhemd-Tutorial gedacht. Also wir steigen direkt an der Stelle ein, wo man die Ärmel nur noch dran nähen muss. Der Rest ist halt schon fertig. Du kannst dir aber hier das Herrenhemd-Tutorial anschauen. Ab 40 Minuten und 20 kannst du dann auf dieses Video wieder hier umswitchen, denn dann kommt der Part mit den Ärmeln. Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und falls du Fragen hast, kannst du diese gerne in die Kommentare schreiben. So, das Hemd habe ich jetzt schon mal so weit fertig gemacht, dass nur noch die Ärmel dran müssen. Wie ihr das Hemd so weit kriegt, das seht ihr in dem ersten Herrenhemd-Tutorial. Also ihr könnt ja mal in der Beschreibung gucken, da ist auch ein Link dazu. So, da das ja jetzt ein langärmeliges Hemd werden soll, brauchen wir dieses Zusatzschnittmuster hier und das schneiden wir jetzt als erstes mal aus. Und nachdem du ausgeschnitten hast, kleben wir das Ganze zusammen. So, da wir ja jetzt das Schnittmuster zusammengeklebt haben, müssen wir das Ganze ausschneiden. Und ja, dadurch, dass wir hier zweimal ausschneiden müssen, habe ich den Stoff doppelt gelegt. Ja, dann kann man das in einem durchmachen sozusagen. So, also einmal Schnittmuster drauf. Am besten nochmal mit Stecknadeln ein bisschen fixieren. So, nachdem du fest fixiert hast, schnappst du dir ein Lineal und einen Stift und machst erstmal 1 cm Nahtzugabe hinzu. So, als nächstes schneidest du das Ganze dann einfach aus. So. Und das gleiche machst du natürlich mit dem Manschettenschnittmuster. Das gleiche machst du natürlich mit dem Manschettenschnittmuster und mit den beiden Schnittmustern. Also immer auflegen, fixieren, 1 cm Nahtzugabe drumherum und einmal ausschneiden. So, wenn ihr alles ausgeschnitten habt, habt ihr das alles zweimal hier. Und bei der Manschette braucht ihr auch zweimal das Vlies H250 und hier müsst ihr auch ausschneiden ohne Nahtzugabe. So, als nächstes bügeln wir unser Vlies auf unseren Manschettenstoff und zwar auf die linke Seite, schön mittig platzieren und drauf bügeln. So, wenn es fest ist, ist es auch an den Ecken nicht mehr lose. So, als nächstes müsst ihr nochmal euren Ärmel nehmen, diesen nochmal genau aufeinander legen hier, entweder links auf links oder rechts auf rechts, das ist egal. Dann nochmal das Schnittmuster oben drauf legen, genauso wie, also mittig drauflegen, so dass die Nahtzugabe hier am Rand zu sehen ist. Und dann habt ihr hier eure gestrichelte Linie und diese schneidet ihr jetzt erstmal ein. Und zwar nur bis hier oben hin. Und dann nehmt ihr euren Stift und markiert auch erstmal diese beiden Striche hier. Diese vier Striche meine ich. Also die hier und die hier. So, und damit das auch auf dem unteren übertragen ist, knipsen wir noch ganz leicht ein. Nur so 5 mm oder so.
So, jetzt legt ihr eure Schlitzstücke vor euch hin, dass die linke Seite euch anguckt. Dann faltet ihr das einmal in der Mitte und bügelt drüber. Dann klappt ihr das nochmal auf. Und jetzt klappt ihr den Rand so in die Mitte. Und bügelt drüber. Gleiche auch hier. So, wenn ihr das habt, dann nochmal in der Mitte und dann nochmal drüber bügeln. Und das macht ihr jetzt mit den anderen drei auch noch. So, als nächstes legt ihr euch einen Ärmel vor euch hin und nehmt ein Lineal und eine kleine Schere. Und jetzt machen wir hier oben am Ende von diesem Schlitz ungefähr 5 mm ein V rein sozusagen. Also einmal so 5 mm und einmal so 5 mm. Sieht man das? Ja, dass das Ganze dann so aussieht. So, jetzt habt ihr ja eure Schlitze hier gebügelt vorhin. Jetzt nehmen wir, also da gibt es ja einmal zwei lange und zwei kurze. Wir nehmen jetzt erstmal einen kurzen und legen den in den Schlitz rein. Und zwar, der kurze muss auch an dieser schmalen Seite dran, weil der länger kommt gleich an der Seite dran. Also erstmal hier an der schmalen Seite. Ja, das legt ihr dann so rein in die Falte und schiebt das ganz oben hin, so dass dieses V, was wir da eben reingeschnitten haben, das nach oben klappen und so ganz nach oben dran legen. Und dann einmal hier festnähen. Vorher natürlich ein bisschen noch feststecken. So, und jetzt hier ganz knapp am Rand entlang nähen. So, als nächstes nehme ich euch einen von den langen Schlitzteilen hier und ein Lineal und eine Stecknadel. Jetzt gehen wir nämlich hier von der zuen Seite, ja, das ist die zue, das ist die offene Seite. Gehen wir von hier oben 3,5 cm runter, markieren hier mit einer Stecknadel. Und nähen jetzt ganz knapp am Rand an der zuen Seite fest. Ab dieser Stecknadel natürlich, ne? Also ab der Stecknadel hier runter nähen. So, als nächstes klappt ihr das wieder hier oben auf. Und wir schneiden erstmal ein Stückchen von den Ecken hier weg. Dann klappen wir das circa 1 cm nach innen. Und dann klappt man das wieder so zu. Wenn ihr das dann hier eingeklappt habt, muss das hier dran. Aber damit das hier oben nicht immer aufgeht, stecken wir hier eine Stecknadel erstmal rein zum Fixieren. So, dann kommt das hier so dran. So, hier unten machen wir auch eine Stecknadel,
So, jetzt misst ihr von hier, wo der Schlitz zu Ende ist quasi, hier der hier. Misst ihr 3 cm nach da. Und schiebt das Ganze, bis ihr dann 3 cm habt hier. So, und jetzt nähen wir von hier und hier hoch, hier, dann bis zu dieser Naht hier, dann nach da und dann ein Kreuz da rein. Aber damit das Ganze natürlich nicht verrutscht, erstmal schön feststecken. Ja, wie gesagt, also jetzt hier entlang nähen, hier rüber bis zu dieser Naht, dann wieder hier runter zu der Naht, dahin und dann ein Kreuz. So, wenn ihr hier oben an der Ecke angekommen seid, ja, müsst ihr darauf achten, dass diese beiden Teile so übereinander liegen. Ja, dann erstmal ein Stückchen runternehmen. Bis zu dieser Naht da und dann noch ein kleines Stückchen drüber. Und dann dreht ihr so und macht dann das Kreuz da oben rein. So, das gleiche macht ihr jetzt natürlich auch nochmal mit dem zweiten Ärmel. Ihr müsst nur darauf achten, dass auf der Seite, wo das hier so breit ist, das lange Schlitzteil kommt und hier auf der schmalen Seite kommt das kurze Schlitzteil. Darauf müsst ihr achten. So, jetzt kommen wir zu unseren Markierungen, die wir vorhin gemacht haben. Wir haben ja vorhin hier eingeknipst. Sieht man hier schön. Jetzt legt ihr dieses geknipste so aufeinander, dass hier eine Falte entsteht. Und fixiert das fest. Hier genau das gleiche. Hier sind unsere Markierungen, unsere beiden hier. Die legen wir aufeinander. Und dann machen wir so eine Falte daraus. Gleiche natürlich bei dem zweiten Ärmel auch. So, und dann ganz knapp hier am Rand einmal kurz drüber nähen. So, als nächstes nehmen wir jetzt den Ärmel zusammen hier an diesen beiden Stellen. Das klappen wir einfach so rüber, dass die oben hier die Ecken stimmen. Also rechts auf rechts klappen. Und einmal mit einem Zentimeter Nahtzugabe hier, also von hier bis hier nähen. So, wenn ihr das so festgenäht habt, kommt nochmal ein Zickzackstich hier am Rand entlang, damit das Ganze nicht ausfranst. So, das gleiche natürlich auch mit dem zweiten Ärmel. So, wenn ihr den zweiten Ärmel hier zusammengenäht habt, schneiden wir erstmal den Zipfel hier ab. So, dass dieser bündig ist hier. Dann wenden wir das Ganze. Dann nehmt ihr euch hier das Manschettenteil mit dem Vlies drauf. Und ihr legt jetzt quasi das Ende von dem Vlies muss genau abschließen mit dem Ende von dem Schlitz hier. Also so. Quasi. So, ja. Aber das braucht ihr nicht umklappen, das muss einfach nur von der Position her hier bündig sein. Mit dem Vlies und dem Schlitzende. Dann fixieren wir das Ganze erstmal.
So, und jetzt stecken wir hier am Rand fest, einfach hier unten. Natürlich auch bündig mit dem Stoff darunter. So, wenn das hier bei euch auch zu lang ist, das ist erstmal nicht schlimm. Denn wir nähen jetzt erstmal von hier aus bis hier, bis zur anderen Seite, aber auch nur bis zu diesem Schlitzende hier, also bis hierhin. Und wir nähen hier genau entlang von dem Vlies. So, das gleiche machst du natürlich auch nochmal mit dem zweiten Ärmel. Wenn du den zweiten Ärmel fertig hast, legst du das Ganze, klappst das Ganze erstmal hoch. Und zwar gehst du jetzt an der Seite, wo es überhängt, also hier, hier ist ja ein bisschen mehr, klappst das so hoch, klappst auf der Seite den Rand schon mal um, bis zum Vlies. So, jetzt ist das hier auf beiden Seiten so umgeklappt. Und jetzt nähen wir erstmal hier entlang, gerade runter nähen. So, und auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche. Also einmal wieder hier hochklappen. Also einmal hochklappen. Dann hier auf der Seite den Stoff so umklappen. Dann schauen, dass das hier bündig ist. Und dann wieder hier quasi, hier ist ja die Linie von dem Schlitz und die nähen wir einfach weiter. So, wenn du das fertig genäht hast, hier die Ecken abschneiden. Hier auf der Seite natürlich auch. Dann klappen wir das Ganze um. So, das gleiche machst du natürlich auch wie immer mit dem zweiten Ärmel. Wenn du den zweiten Ärmel gemacht hast, schneiden wir erstmal hier drin das überflüssige umgeklappte, also zumindest die Ecken schneiden wir da erstmal weg, damit das hinterher nicht so dick ist beim Nähen. So, dann klappt ihr diese Kante hier um. Und zwar, also genau bis zum Vlies halt. Und dann legt ihr das genau auf diese Naht hier, die ihr hier gemacht habt. Ja, und bügelt das Ganze dann erstmal so drüber. Die Ecken müssen natürlich, also die Kanten müssen natürlich richtig Kante auf Kante liegen, ja. Und das gleiche natürlich mit dem anderen auch. So, wenn ihr das gebügelt habt hier, ja, diese Kante und so hier reinbügeln, dann näht man jetzt von außen einmal hier am Rand entlang, so nah wie möglich. Nur hier oben. So, das gleiche machst du natürlich auch wieder mit dem zweiten Ärmel. Wenn du den zweiten Ärmel genäht hast, schnappst du dir dein Hemd. So, jetzt seht ihr ja an dem Ärmel hier, wenn ihr den so hinlegt, dass hier der hintere Teil länger ist als der vordere. Ja, und das heißt dann, wenn das längere Teil
unten liegt, dass das der rechte Ärmel ist, also auf diese Seite kommt. Und hier ist das natürlich genau andersrum. Hier ist der längere Teil, der liegt auch unten, deswegen ist das dann der linke Ärmel. So, jetzt nähen wir den Ärmel nämlich mit dem Hemd zusammen. Dafür wenden wir einmal das Hemd. So, und jetzt muss diese Naht hier unten sein. Das heißt, man steckt den Ärmel so rein. Und jetzt ist halt diese Naht auf diese Naht. Schön aufeinanderlegen. Dann einmal mit einer Stecknadel festnähen. Feststecken meine ich. Einmal mit einer Stecknadel feststecken. So, dann nehmt ihr euch die Ecke hier, spannt das einmal so, damit ihr hier oben die Ecke wisst. Also hier ist die nächste. Dann steckt ihr hier oben auch noch mit einer Stecknadel fest. Und dann drumherum, ne? So. Und dann einmal komplett drumherum festfixieren. Wenn das Ganze hier fest fixiert hast, nähen wir das Ganze einmal drumherum fest. Und hier nehmen wir auch mit 1 cm Nahtzugabe. Und nochmals ein kleiner Tipp, damit das Ganze schön glatt bleibt, immer schön ziehen dann dabei. So, wenn du das einmal festgenäht hast, dann müssen wir das Ganze nochmal mit einem Zickzackstich verketteln. So, wenn du das alles fertig hast mit dem einen Ärmel, musst du das Ganze natürlich auch mit dem zweiten Ärmel machen, ne? Dran nähen und verketteln einfach. Denn jetzt kommt der letzte Schritt. Wir machen die Knöpfe dran. Und hier ist es eigentlich egal, was du nimmst. Hier kannst du Cam Snaps nehmen, normale Knopflöcher, Knöpfe oder Druckknöpfe, wie auch immer. Und ja, als erstes machen wir jetzt erstmal die Position dafür dran. Für den Schlitz messen wir jetzt erstmal ab hier. Warte. Messen wir ab hier, ab der Manschette. 5 cm nach oben. Und machen da in der Mitte eine Markierung. Ja, je nachdem, was man jetzt macht, ja, muss man hier entweder ein Loch reinmachen für den Druckknopf oder ein Knopfloch für den normalen Knopf. Ich markiere das jetzt erstmal mit einer Stecknadel. Hier kommen unsere Knöpfe hin. So, für die Manschette, faltet man einfach mal genau mittig und macht dann eine Markierung bei ca. 1,5 cm. Aber hier ist es wirklich egal, das müsst ihr vielleicht auch selber herausfinden, wie eng oder wie locker das hier sein soll am Handgelenk, ne? Also da müsst ihr dann nochmal selber gucken. Aber um das mittig zu haben, einfach in der Mitte falten.